bald so gut. Was ist das? Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unterlichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel! Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Billy! Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Okidoki. Das ist nichts gut, diese mit dem Raumschiff, ey. Das ist gar nicht so gut. Das war ja ein ordentlicher Fight, ey. Mit den scheiß TIE Fightern. Haben wir noch schön Bravo abgeknallt. Alle sind tot. Ich fasse es nicht, ey. Aber was soll's. Jetzt sind wir hier auf... Wie ist das? Kobo oder sowas? Wenn ich das richtig gelesen habe. Sieht eigentlich ganz schön aus hier, ne? Schön Natur belassen. Nicht so wie Coruscant, wo alles... So ruhig. Bravo, hätte das gefallen. Ah, los, Bravo ist leider... einen weiten Weg vor uns. Tod, ey. Nicht alles vollgebaut, so dunkel, sondern schön, leer, überall ist Natur und es ist hell. Gefällt mir besser als Coruscant, bin ich ganz ehrlich. Dann laufen wir mal hier einfach los. Auf der Suche nach Grease. Unserem alten Kumpel. Dem kleinen Mechaniker. Okay, also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Was ist das denn dafür? Ist das eine Schnecke? Drücke R, um BDs Visier aufzurufen. Das machen wir. Drücke B. Okay. Das Fernglas zu benutzen. Da. Ein Panzertronto. Ach, ein Panzertronto. Das ist irgendwie eine Schildkröte. Mischung aus einer Schnecke und einer Schildkröte, oder was? Okay. Markieren wir uns. Das ist mal ein Riesenvieh. Da sagst du was, Kälte. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Lass ein bisschen rauszoomen. Okay, das ist genau in der Mitte, dieses Panzertronto-Geschöpf. Da hinten müssen wir hin. Da wohnt dann Grease, oder was? Okay, Deal. Machen wir. Das machen wir. Mensch, hier gefällt mir das richtig gut. Oh! Ist das denn da? Ist das nicht so ein Separatistenschiff oder so? Ich glaube schon, ne? Was machen denn die Separatisten? Hier, bitte. Ein Luka-Hulk. Luka-Hulk heißen die? Was macht denn ein altes Kampfschiff der Separatisten hier? Genau, der Separatisten. Check. Hatte ich richtig in Erinnerung. Ja, was das hier macht? Kein Plan. Sind hier etwa Separatisten unterwegs? Mit ihren kleinen Droiden oder was? Wehe. Da müssen wir bestimmt nochmal hin. Und was ist jetzt hier? Okay. Das letzte Mal, dass ich einen Luka-Hulk gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Der Bracca ist dieser Schrottplanet, wo er... repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Schrottsammler war. Wir speichern mal kurz eine Runde. Machen wir eine Pause. Ja, denke ich auch. Das ist ein guter Plan.
Gut. Alles klar. Gehen wir. Was ist denn? Kann man hier durch zum Luca Hulk? Na, sieht nicht so aus, ne? Bibi, boah, boah. Hast du was? So, Luca Hulk geht's hier durch. Sieht aber nicht so aus, als würde das Tor funktionieren. Na, hab ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich noch nicht. Aber wahrscheinlich tut's das später. Was haben wir da denn? Ist das ein Echo oder was? Perfekt. Sammeln wir auf. Sammeln wir sowas von komplett. Auf, da haben, kennen wir nichts. Warte! Stopp! Stopp! Das war's. Das war das Echo. Okay. Defekte Baggermaschine. Das ist der Typ hier wohl, dieses Ding hier wohl gewesen. Okay. Hier. Alter, was soll das denn bitte? Was ist das denn für ein komischer Wurm? Ein Schauderpede. Ja, der ist schon ein bisschen schauderig, ey. Okay, okay, okay. Solche Viecher wohnen hier also auf dem Planeten. Das ist schon mal gut zu wissen, ey. Aber keine Chance. Gegen uns. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Sag mal. Es wimmelt ja von Schauderpeden. Die kommen einfach hier irgendwo aus dem Boden gesprungen. Unser Laserschwert ist gar nicht so hübsch. Ich kann es nur noch mal sagen. Das muss ich doch wieder ändern irgendwann. Das gefällt mir gar nicht gut, ey. Guck, wie es da hängt. Verrostet. Wie alles andere hier. Nee, das ist nichts gut, diese. Defekter, was war das? Das defekte Ding da jedenfalls. Okay. Sonst ist hier nothing. Außer Schauderpeden, oder wie sie hießen. Boah, da oben ist, glaube ich, eine Truhe, aber da sitzen auch irgendwelche Viecher. Aber keine Schauderpeden. Was sind Schauderpeden mit Flügeln? Gucken erstmal hier vorne. Das ist wohl kaputt. Und da ist eine Wand zum Langlaufen. Okay, dann gehen wir da erstmal hoch. Zur Kiste und den Flügelgeschöpfen. Ach, er ist abgehauen. Das ist gut, dann tun die uns nichts. Können wir ihn irgendwie scannen? Das ist wie eine große Fledermaus einfach irgendwie, ne? Rein mit dir. Ach so, nee, stimmt, das ist hier gar nicht mehr in Jedi Fallen Order. Ist BD, der aber reingeguckt hat, ist was rausgesucht. Okay, vamos. Da habe ich wieder zu früh auf Springen gedrückt, ey. Ja, lol, hier sind echt Druiden. Ich glaube, es hackt. Die sind wohl mit dem Luca Hulk, oder wie hieß sie, hergekommen. Halt, Eindringling. Scharfe Granate hier. War doch keine Granate auf mich. Kampfdruiden. Da sagst du was, ey, Kampfdruiden. Die haben ja auf jeden Fall was. B1. Die haben lieber BD dabei als B1. Also gehört es mir. Los jetzt, bring es seine. Was ist mit Überlebenden? Es wird keine geben. Wie können Sie sich da sicher sein? Das Schiff ist noch... Du sorgst dafür, dass es keine gibt. Kapiert? Oh, alles klar. Verstanden. Das Schiff wird befreit für die Badland Raider. Ja, für die Badland Raiders. Ich bin nicht einverstanden damit, dass sie uns alle töten wollen. Was haben wir hier denn? Nix. Schön. Ach, Priorit, wie schön. Okay. Wollen wir uns mal um die Bedlam Raiders kümmern? Für die Bedlam Raiders! Was? Erledigt ihn! Alter, was hat der denn für einen Helm auf? Deine Zeit ist ab. Steh still. Es geht los. Also der hatte den coolen Helm. Sieht aus wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Die echt nicht, ey. Raider? Wo ist Grease da bloß reingeraten? Das frage ich mich allerdings auch, ey. Grease, wo wohnst du hier? Aber immerhin kann der gute Schrottteile anscheinend hier auf dem Planeten sammeln, ey. Hier leuchten. Einen Weg durchs Dunkel bahnen. Hi! Oh, wir müssen uns tatsächlich heilen. Her. Dass das Spiel das sagt, ey. Normal.
Heilen uns nicht mal ganz voll. Was ist das denn? Hast du da gefunden Pilze? Oh. Zermalmter Prospektor. Das ist der... Oh, das ist nicht der Pilz, sondern das ist der Typ hier. Okay, okay. Na gut. Ja, der ist wohl zermalmt. Das muss man einfach so sagen. Muss er das Elend immerhin nicht mehr ertragen, was hier ab... Oh. Schauderpede, was willst du hier? Scheußliche Kreatur. Hier fliegen ein paar Kollegen lang, das ist okay. Da vorne ist... Können doch hier was untersuchen. Eigentlich wieder rein. Wir konnten doch hier was gerade untersuchen. Ah, jetzt. Sieh dir dieses Ding an. Reese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Ja, das stimmt wohl, ey. Na, da vorne ist schon irgendwas. Ich sag mal so, hier runterfallen ist keine gute Idee, ey. Ist das da drüben? Ist das ein Tempel oder einfach eine Steinformation? So, wir befinden uns jetzt wieder hier drin. Denn wie ihr vielleicht gesehen habt, ist mein Spiel eingefroren. Was sich ein Eimer passiert. Immer an vielen Stellen, nicht immer an der gleichen Stelle, aber an vielen Stellen da draußen ist immer wieder mein Spiel eingefroren. Deswegen, ich habe im Internet geguckt, ob es da Lösungen gibt. Ist anscheinend einfach im Moment blöd mit der Performance vom Spiel her. Da gibt es dann demnächst auch Updates, die das verbessern etc. Aber da kann ich ja nicht drauf warten jetzt. Deswegen habe ich sehr viel rumgespielt an der Grafik und vor allem auch an der Helligkeit. Und jetzt hoffe ich, dass wir rennen gleich einfach durch. Tut mir leid, dass wir da nicht links, rechts gucken können. Also bei dem Tempel, bei diesem Steinformation eben können wir nicht genau angucken. Wir rennen jetzt einfach so weit durch, wie ich bisher noch nicht war. Und dann hoffen wir, dass es nicht zwischendurch wieder einfriert. Also, Attacke. Sieh dir dieses Ding an. Reese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Wir rennen einfach durch. Hier war ich auch schon mal. Gleich friert es ganz gerne ein, wenn der Druide da kommt. Ist das ein riesiger Krater? Aber alles easy. Jetzt friert er auch gleich sehr gerne ein, dann rennen wir auch weiter. Ich hatte vergessen, wie geschwätzig die sind. Wir rennen einfach weiter. Hier friert er nämlich auch sehr gerne ein. Wir rennen einfach weiter, Leute. Gute Arbeit. Das wird etwas Zeit sparen. Oh. Bis hier war ich noch nicht. Nice. Ah, es scheint echt zu klappen. Dann war das Spiel war einfach zu hell anscheinend für meine Hardware. Aber was soll's. Jetzt klappt's ja anscheinend. Und wieder ein Droide begraben oder angefallen oder weg. Das ist wieder einer von diesen komischen Bedlam Raider Typen, ne? Was ist das da links? Oder du, was das angeht. Ist das ein Kampfdroide? Bestätigt. Zielfauna ist neue Bedrohung erwartet. Eliminierung gleich. Unangemessener Angriff. Unangemessener Angriff. Ich fand das sehr angemessen, ehrlich gesagt. Es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Ja, die mit dem Luca Hulk hieß das Ding. Da sind die hier gelandet, die Separatisten mit ihren Droiden. Und jetzt haben die Badland Raiders die übernommen, oder was? Sind jetzt deren Herren. Okay. Soll mir recht sein. Wir schlachten die trotzdem alle ab. Das sind ja nur Maschinen. Ist mir alles egal. Da sehe ich eine Kiste. Ich sehe sie ganz genau. Und hier müssen wir vermutlich runter auf das Ding da. Wir senken. Ah, okay. Nichts wie weg hier. Lass mal kurz scannen. Was scannst du da, mein das Bruder? Das ist echt viel Teer. Ist das hier? Können wir das ranholen? Oh. Das klingt nicht gut. Okay. Sie explodieren also. Gut zu wissen. Okay, das ist echt gut zu wissen. Und scan den mal bitte. Na, dann können wir ihn ja vielleicht ranziehen und dann da vorne gegen. Ja, perfekt. Ja, nice. Schon steigt der ganze Tier hier hoch und wir sind nicht mehr unten gefangen. Perfekt. Einfach hoffen und Daumen drücken, dass hier nichts einfriert. Oh, hier gibt es anscheinend... Dafür sind wir anscheinend nicht stark genug. Okay. Oder kennen den richtigen Move nicht. Ich habe immer Angst, dass irgendwas, was sich in dem Bereich da unten und da vorne bewegt, dass es dann wieder einfriert. Aber sieht im Moment ganz gut aus. Na, du kleiner Mann. Ja, irgendwie können wir da nicht helfen. Wir sind anscheinend nicht mächtig genug. Können wir mit ihm schnacken. Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen.
Ja, irgendwann bestimmt, wenn wir diese mächtige Yoda-Fähigkeiten bekommen, dass wir das Ding hochheben können, easy. Da, ich sehe die Truhe doch ganz genau. Ich sehe sie ganz, ganz genau. Gleich müssen wir wieder Hoffnung haben, dass nichts einfriert oder abstürzt. Da sieht es nämlich wieder sehr, sehr hell aus und gar nicht so gut, ey. Ein kurzer Bart. Nice. Ich als Bartträger bin natürlich eindeutig dafür, dass wir den ausrüsten. Bin ja ganz eindeutig dafür. Hä? Ah. Ja, nicht sehr viel anders, aber den nehmen wir natürlich. Bartträger müssen sich ja gegenseitig auch treu sein. Natürlich kriegst du auch einen Bart. Kell. Das war ein ordentlichen. Was ist das? Devil? Nee. Deus, Deus, Devil, alles, alles das gleiche. Teufel, Götter, alles. So, ich hab ein bisschen Angst. Wie ist das Ding denn da nochmal? Der Toronto-Panzer? Ich weiß es nicht mehr, ey. Was in die Richtung, ne? Da links gucke ich erst gar nicht hin, denn da ist Einfriergefahr. Hier gehen wir am besten nicht runter, sondern wir springen jetzt einfach. Wir laufen. Droide, ich gucke am besten nicht nach da vorne links hin. Ich guck da einfach nicht hin, ey. Wir schmeißen den irgendwas von der Klippe. Gehen weiter. Ich habe sehr viel Angst vor diesem Gebiet dort links. Guck mal, da ist wieder so ein Vieh, worauf sie da eben geschossen haben, ne? Bisschen Gorilla-mäßig. Sehen Sie das große Ganze nicht? Negativ. Du siehst es auch nicht. Ist das hier? Können wir das scannen? Nö, kannst du nur kaputt machen. Tut mir leid, Pflanze. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle ihm. Er hat das Zeug zum Anführer. Und das werden diese Prospektoren nie haben. Am Ende werden sie es verstehen, falls noch welche von ihnen übrig sind. Du, bewach den Bereich und lass die Leiche liegen. Alle sollen sehen, was hier passiert ist. Verstehen werden sie es nicht. Bewache. Ja, hier werden ja noch ein paar mehr Leichen liegen, ey. Ich werde ganz genau verstehen, warum. Angreifen wie vorprogrammiert. Ich bin getroffen. Das bist du, Freund. Oh, das ist wieder so einer. Komm schon! Ich werde dich brechen. Brechen, ich werde dich zerhacken, du kleine Drecksau. Sie haben ganz coole Helme, ne? So ein bisschen Hornhelm-mäßig. Oh, der links ist gefährlich, da gucke ich nicht hin. Was haben wir hier? Ist das ein Echo? Ja. Ja, der wurde erschossen. Diese Raider sind eiskalte Keller. Ich dachte, der gehört auch zu den Raidern so optisch, aber anscheinend doch nicht. Ah, das ist einer von den Prospektoren, von denen sie eben geredet haben. Okay, ich verstehe. Da links langlaufen ist natürlich super risikoreich, weil da vorne ist die Gefahrenstelle des Einfrierens. Wir speichern erstmal eine Runde und meditieren. Hier bleiben wir im Zweischwerterkampfstil. Haben wir neue Fähigkeiten. Oh ja, sehr viele sogar. Ich denke mal, wenn wir ein bisschen Macht dazu gewinnen. Das hätten wir schon gemacht. Okay, was ist das hier? Verlängert die Zeit, in der Gegner verwirrt sind. Okay, und da haben wir... Das hätte ich schon mal gemacht. Okay. Immer noch verfügbar. Okay, was haben wir hier? Den Gegner verlangsamen. Kerl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Das ist gut, nehmen wir auch. Dann... Und machen wir mal 3 und 2 gleichzeitig. Dann kann er sie alle auf einmal ranziehen. Okay. Dann wir hier drücke 2 und F. Um Schub einem weiteren Bereich einzusetzen. Okay. Können wir sie wieder weg... Ah, okay. Also wenn wir beides machen, können wir sie ranziehen und gleichzeitig wieder wegschleudern. Das ist auch ganz gut. Verwirrung ist jetzt nicht so das Wichtigste für mich. Hier die Konzentration. Wir machen hier noch. Geht doch nicht. Müssen wir erstmal den hier machen. Okay.
Verlangsamen erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Personsausweichen hergestellt wird. Nee, komm, wir gehen nochmal. Hier können wir 0. Und bei Überleben können wir da was? Nee, aber wir können bei Macht noch wie viel? Auch 0. Ach so, ja, okay, dann ist es eh egal. Dann machen wir ja nichts mehr, bitte. Ausrüsten müssen wir uns auch. Jetzt endlich. Das ist ein bisschen, da wir jetzt hier die Ritter sind und nicht mehr hier die Padawan. Ich traue mich jetzt dort hinten zur gefährlichen Stelle zu gehen.